Kuhtan Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. Kuhtan Immobilien. Trotz der schwierigen Zeiten bekommt die Kultur in Frankenthal ihren Raum. So wurde am Freitag, den 10. Dezember 2021, mit einer Vernissage im Kunsthaus eine interessante Kunstausstellung unter 2G-Bestimmungen der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler mit dem Titel Zwischenzeit eröffnet. Wie wichtig ist für Sie in dieser Zeit die Eröffnung einer Kunstausstellung? Ja, wichtiger denn je. Die Kunst hat sehr gelitten in Corona, die Künstlerinnen und Künstler haben sehr gelitten und wir sind froh, wenn wir wieder Kunst zu den Menschen bringen und zeigen können, was eben an Kreativität vorhanden ist. Und das ist heute bei der Ausstellung sicherlich der Fall, Ausstellung von der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler, und man sieht wirklich die große Bandbreite der Vielfalt von der Kunst in der Pfalz. Der Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebisch konnte zahlreiche Gäste begrüßen, darunter auch Bürgermeister Bernd Knüppel sowie die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Bindert. In seiner Begrüßungsrede machte der Oberbürgermeister deutlich, wie wichtig es gerade in so einer schweren Zeit ist, Kunst als Begegnung zu begreifen. Ebenfalls Grußworte und einen Einblick in die Ausstellung gab der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler Stefan Engel. Wir haben uns nach den Zeiten der Pandemie vorgenommen, hier eine Ausstellung zu machen zu dem Thema Zwischenzeit, also eine Zeit, die sozusagen zwischen allen Stühlen sitzt, wo die Zuversicht in das Weiter so deutlich erschüttert worden ist. Und damit haben wir eine Konzeption gemacht, die unter unseren Mitgliedern sehr viel Zuspruch gefunden hat. Das schlägt sich nieder in dieser Ausstellung mit 42 Künstlern, von jedem eine Arbeit da, und das füllt das Haus sehr schön. Die Pandemie, eine Zeit zwischen Normalität und Ausnahmezustand. Zwischenzeit stellt Fragen an Künstler und an den Wandel. Es ist eine gelungene Ausstellung von Pfälzer Künstlern, die noch bis zum 16. Januar im Kunsthaus Frankenthal zu sehen ist. Eine herrliche Umrahmung fand die Veranstaltung durch die Musik der Multi-Instrumentalistin und Loop-Artist Missy Canis. Alle Infos über Anfahrt und Öffnungszeiten finden Sie unter apk-kunst.net.